versuchen, die Sprachrohr der Menschen im Iran zu sein und euch ihnen sagen, wie das islamische Regime im Iran mit den Menschen umgehen, die für ihre Freiheit einfach auf die Straße kommen, mit leeren Händen, aber trotzdem werden sie von der iranischen Polizei und Revolutionswächter umgebracht. Wir sind hier und wir sind hier nicht parteipolitisch, wir sind nur die Sprachrohr der Menschen im Iran und wir versuchen hier in und auch die Politiker und Politikerinnen dazu zu bringen, endlich mit dem, also hauptsächlich Politiker und Politikerinnen, wie sie, mit dem Iran keine Geschäfte mehr zu machen. Das islamische Regime Iran ist Verursacher aller Konflikte, erstmal im Nahen Osten und langsam kommt nach Europa. Wer jetzt denkt, Iran ist so weit und uns geht es nicht an, dann hat sich vertan. Islamische Regime hat überall ihre Wurzel hier in Deutschland. Ich kann Ihnen auch ein paar Adresse geben, wo die iranischen Terrorismus, wo islamische Terrorismus hier in Deutschland existieren, die mit dem iranischen Geld finanziert werden. Zum Beispiel die iranische Banken in Deutschland sind ein Zentrum der Spionage und auch Terror in Deutschland. Banken sind im ganzen Deutschland stark vertreten, wo deutsche Firmen, vor allem kleine Firmen, die mittelständische, die Agrokredite und Bankgarantien für Versicherungen und weitere Handels- Finanzierungsprodukte erhalten können, die sie mit dem Geschäfte und mit dem islamischen Regime arbeiten. Das heißt, diese Banken in Deutschland geben nur die Firmen Geld, die mit dem Iran Geschäfte macht. Das heißt, Iran finanziert viele Geschäfte in Deutschland. Eine davon ist es der Bank Melier, das ist eine Nationalbank, und das ist 100% im Besitz des Regimes. Also das heißt, Iran finanziert diese Bank und diese Bank ist das von den USA, vom Finanzministerium, einfach boykottiert, aber nicht desto trotz in Deutschland funktioniert. Es gibt auch viele andere Banken und wie gesagt, der große ist das diese Bank Meli oder Nationalbank Iran, deren Geschäftsführer Ayatollah Ibrahimi ist. Also eine Mullah in Deutschland ist das der Geschäftsführer einer großen Bank in Deutschland und sie nicht, also der gehört selber zu dem Pastaran, also zum Revolutionswächter, die auch dieser ganzen Terror in Europa und im Nahen Osten einfach finanzieren. Das Geld, was wir sehen heutige Zeit bei vielen terroristischen Gruppen im Nahen Osten ausgegeben werden, kommen hauptsächlich aus dem Iran. Iran finanziert viele terroristische Gruppierungen in Europa und auch im Nahen Osten, um Terror zu machen. Und der anderen Banken ist zum Beispiel Bank Sadarat mit einem Büro in Hamburg und Frankfurt. Diese Bank ist das sozusagen Zentrum der Terrorfinanzierung und für die eigenen Unterstützer in, wie gesagt, überall. Einen davon kann man zum Beispiel Hezbollah nennen. Und das Schlimmste ist, dass wir in Deutschland
der Europäisch-Iranische Handel Banks haben und diese Bank, vielleicht berüchtigte Bank, uns der Sitz ist einfach in Hamburg. Und im Gegensatz zu den anderen ist diese Bank tatsächlich in Deutschland eingetragen und mit dem Hauptsitz und Niederlassung in Teheran. Das heißt, Teheran und Deutschland, also in Hamburg, die haben Geschäfte und in, auch da durch diese Geschäfte, durch diese Banken, werden die Terror in Europa und im Nahen Osten finanziert. Und wie gesagt, diese Bank, also diese europäisch-iranische Handelsbank, ist in den USA verboten, aber in Europa arbeiten sie. Ich möchte gerne noch dazu bringen, diese Gelder, die hier einfach in den Händen der Terroristen geht. Und wenn jetzt Deutschland, die deutsche Regierung mit diesem Doppelmoral dasteht und nicht schauen, dass diese terroristischen Gruppen von den Iranern finanziert werden, obwohl alle in jedem Medien kann man lesen und hören, dass Iran diese ganzen Terroristen in ganzen Europa und im Nahen Osten unterstützt und finanziert, aber Deutschland treibt immer noch mit Iran große Geschäfte, Milliardengeschäfte pro Jahr mit dem Iran. Und das ist ein Regime, das alle Unruhen in der Welt verursacht. Deshalb möchten wir, dass Sie als einfach Bürger, Bürgerinnen dieses Landes an diesen Politiker und Politikerinnen schreiben, dass sie aufhören müssen, mit diesem Doppelmoral immer auf der Seite Ukraine zu sein, auf der Seite auf Israel zu sein, obwohl diese ganze Waffen oder mindestens Teil der Waffen der Russen auf Ukraine kommt aus dem Iran und auch leider Gottes in dem Krieg zwischen Hamas und Israel auch kommen aus dem Iran. Und das ist der Kopf, also diese Schlangenkopf eigentlich ist im Iran und nicht woanders. Brauchen wir uns ja nicht so vorzumachen, das ein oder andere. Ohne Iran, ohne Finanzierung von Iran an diesen terroristischen Gruppen, können sie nirgendwo existieren. Bitte schreiben Sie Ihre Politiker und Politikerinnen und sagen Sie, dass wir Nase voll haben, dass sie uns immer dadurch, indem sie uns immer sagen, sie tun was für Iran, aber man sieht, wie sie, also wie die deutsche Regierung oder die Deutschen Geld mit Iran Geschäfte treiben und nie einfach darauf gucken, dass jetzt über 20.000 politische Gefangene zurzeit im Iran im Gefängnis, im Kerker des islamischen Regimes sitzen. Und gucken Sie nicht, wie die Unruhe in der ganzen Welt durch Iran gemacht wird. Bitte schreiben Sie Ihre Politiker und Politikerinnen und sagen Sie es, dass wir nicht mehr wollen, dass Deutschland mit Iran zurzeit Geschäfte führt. Nicht, dass wir mit Deutschland keine Geschäfte führen wollen. Wir möchten, dass es zurzeit alles auf Eis gelegt wird und wenn wir unsere demokratische iranische Regierung haben, da kann man immer die Geschäfte nochmal schließen. Dankeschön erstmal. Nieder mit der Diktatur! Mit der Diktatur! Nieder mit